Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind gerade von der Autobahn abgefahren. Der Basti macht mit uns heute eine Trail-Tour zum, so eine Guide-mäßige Tour. Und ich stehe mal wieder an einer Tankstelle, weil, dreimal dürft ihr raten, die Michi nochmal auf Toilette gehen muss. Ja, und deswegen kommen wir zu spät. Das heißt, wenn ihr das seht, Basti, Thomas, wir hätten es pünktlich geschafft, aber wir haben jetzt auch nicht mehr so lange zum Spot. Also, bis gleich. Ja, wie der Titel euch schon verrät, haben wir eine 3-Stunden-Tour, sogar über 3 Stunden hier im Land gemacht. Und ja, die erste Abfahrt ist leider komplett verwackelt. Keine Ahnung, was da mit der GoPro passiert ist. Deswegen ist die so ein bisschen, naja, wir nehmen die jetzt einfach kurz hier rein fürs Overvoice, aber dann switchen wir auch direkt weiter zur nächsten Szene. Eigentlich super schade, dass die GoPro-Aufnahme nicht funktioniert hat, da der Trail schon ziemlich gut hat blicken lassen, worauf ich mich hier heute eingelassen habe. Steil, rutschig, nass, das war heute das Programm und halt eine echt lange Tour mit nur einem Light-EMTB mit einem ziemlich kleinen Akku. Und das Ganze funktioniert eigentlich ziemlich, ziemlich gut, wenn man ein bisschen selber in die Pedale tritt. Aber jetzt nehme ich euch mal mit zur nächsten Abfahrt auf dem Trail. Oh Mann, ey. Danke, Basti. Danke, Basti. Sehr gerne. Oh, Jerry, Entschuldigung. Ja, müsst ihr halt wissen, was kommt, ne? Oh, Scheiße. Komplett den falschen Gang. Ja, ist klar. Scheiße, bei dem, weil das da rein fahre ich, bei dem machen wir dann nicht. Scheiße! Ja, da habe ich schon gar keinen Bock drauf. Oh. Fast bis zum Ende. Alter Falter. Wie das ja immer so ist, sah das auf der GoPro alles wieder aus wie Kindergarten. Aber ich kann euch eine Sache sagen, die Stelle war schon wirklich knackig. Auch für Leute, die regelmäßig Trails fahren, und davon bin ich ja keiner, war das schon eine ganz nette Angelegenheit hier. Das ist ja hier genauso schlimm. Oh, Leute, kennt ihr das, wenn ihr so richtig Puls kriegt? Der technische Uphill ging jetzt noch, das war entspannt. Ging auch ganz gut mit dem Levo so. Aber der eine Trail da, bei den Conditions und so technisch, uiuiui, ey. Also ich hoffe, es wird jetzt noch ein bisschen entspannter.
Ich dachte echt so, komm, entspannte Tour. 7 Trails, wird schon nicht so wild sein. Aber nee, wird richtig knackig. Muss man sich echt auf dem Weg zum nächsten Trail so ein bisschen erholen. Da ich von dem einen runter bin, als ich auch mich zweimal ein bisschen gelegt habe. Aber ich weiß nicht, ob ihr das kennt, da hat man so richtig Puls, ne? Naja, bin mal gespannt auf den nächsten. Ich weiß nicht, was drunter ist hier. So Leute, ich melde mich wieder nach Trail Nummer 3. War schon mehr so mein Ding. Aber trotzdem, ne? Immer so neue Trails fahren blind. Bei dem Wetter schon eine Herausforderung. Aber ja, das gehört halt dazu, ne? Ich bin echt so in dieser Match-Off-Season-Zeit, ey. Da lernt man Fahrradfahren nochmal ganz neu. Ja, geht weiter. Ich bin gespannt. Wir haben jetzt ja ungefähr, müssten wir die Hälfte haben. Oh nee. Hast du das gesehen? Da hat mich die Querwurzel voll weggehauen. Also erschwerend dazu, dass es einfach neue Strecken waren, ist es halt einfach so, dass wenn man eine Strecke das erste Mal fährt, man natürlich nicht weiß, wo welche Wurzel ist. Und bei den Witterungsverhältnissen sind halt die besagten Querwurzeln immer so eine Sache. Und irgendwie habe ich es nicht geschafft, wirklich weit vorauszugucken, weil ich mich so sehr darauf konzentriert habe, immer nicht die falsche Wurzel zu erwischen und dann nicht irgendwie mit dem Vorderrad wegzurutschen. Das Hinterrad hat sowieso gemacht, was es wollte, aber wenigstens das Vorderrad wollte ich so gut es geht unter Kontrolle halten. Geil, oder? Eine Sache muss man den Trails hier auf jeden Fall lassen. Es sind schöne lange Abfahrten und der Uphill lohnt sich zumindest, wenn man dann hochfährt. Bei mir zu Hause ist es halt so, dass die Abfahrten immer so kurz sind, dass man eigentlich gar nicht wirklich warm wird. Und hier ist es am Ende so gewesen, dass die letzte Abfahrt sogar richtig, richtig lang gewesen ist. Fuß verletzt. Ja.
Ja, yo. Yo, das musst du aber wissen, ey. Das musst du aber wissen, dass das da kommt, ne? Ich weiß auch nicht, was das hier für Backauf-Trails sind. Enduro-Trails halt, ne? Alter Falter, ey. Hast du einmal die falsche Linie? Ich bin wieder vorbei. Oder mir kommt das so vor, weil ich jetzt hier so langsam unterwegs bin. Fast am Ende der Tour blieb mir dann tatsächlich irgendwann auch die Kraft weg. Da war es dann doch spürbar, dass man halt nur ein Light-EMTB gefahren ist und nicht ein Full-Size-EMTB. Es ist allerdings so gewesen, dass tatsächlich der Akku noch halb voll gewesen ist am Ende. Und das lag einfach daran, dass man, wenn man nicht die ganze Zeit in volle Kanne Boost-Modus fährt, sondern eine ordentliche Trittfrequenz hält, dass so ein EMTB-Akku, auch wenn er klein ist, wirklich, wirklich lange halten kann. Und man eine ganz normale Tour fahren kann mit Leuten, die auch ein Full-Size-EMTB fahren. Okay. Ah, hier der Sprung. Steinfeld. Chip. Was denn das? Leute, Trail-Tour überlebt. Es geht jetzt gerade zurück zum Parkplatz.
Die Michaela ist am Reden da hinten. Ich weiß gar nicht, was da abgeht. Was willst du? Direkt am Rücken. Du auch? Ja, die letzten zwei Trails fand ich echt cool. Für die würde ich auch nochmal herfahren, aber für die anderen weiß ich nicht. Zumindest Status jetzt aktuell nicht so. Vor allem nicht im Nassen. Also ich glaube, im Trockenen wäre es nochmal eine andere Nummer gewesen, aber im Nassen, ja, war schon challenging. Aber braucht man halt manchmal auch, ne? Fragen wir den Thomas, ob er noch ein Statement geben will. Thomas, möchtest du noch ein kurzes Statement zur Tour geben? Hallo, es tut mir wirklich sehr leid. Ihr habt gesehen, Trailfahren ist nicht meine Passion. Aber es hat trotzdem ein bisschen Spaß gemacht und war schön technisch. Yeah. Yes, wir radeln jetzt zurück zum Auto, ist nicht mehr so weit. Lasst gerne ein Abo da, kommentieren, Daumen nach oben. Denn auch hier im... Das habe ich aufgenommen. Klar, habe ich aufgenommen. Alles live, live auf Instagram. Ja, denn auch im Winter zwei Videos jede Woche, ne? Ihr wisst Bescheid. Deswegen geht es auch auf nasse Trails. Aber das haben wir gerade alle, ne? Macht's gut, Leute. Ich wünsche euch eine gute Zeit.